Ohne großartig zu zielen, richtest du den Lauf des Gewehrs an die Decke, ziehst den Abzug durch, die Waffe bockt in deinen Händen und zeitgleich ertönt der ohrenbetäubende Knall. Du hast eine Kugel verbraucht. Mache dir den entsprechenden Vermerk auf deine Notizen. Die drei Lumpengestalten stieben in verschiedene Richtungen auseinander, werfen sich in Deckung, fluchen. Lediglich der Anführer ist noch geistesgegenwärtig genug, sich das Bündel Speere zu greifen, bevor er hinter einer Regalreihe verschwindet. Diese Ingrid, die schon im Begriff gewesen war, sich auf dich zu stürzen, hat sich aus dem Laufen heraus zu Boden geworfen und robbt jetzt, so schnell sie kann, von dir weg. Der kleinere Mann ist aus deinem Blickfeld verschwunden, so blitzartig, dass du nicht hast sehen können, wohin. Momentan hast du die Zügel in der Hand. Mit einer vielgeübten Bewegung reißt du den Repetierhebel nach hinten und machst dein Gewehr wieder schussbereit. Dein Puls rast. Du kannst jetzt entweder die Verwirrung der drei nutzen, um zu fliehen, oder zum Angriff übergehen und die Leben dieser Buchverbrenner beenden. Oder möchtest du Ruhe bewahren und dich in eine taktisch geschicktere Position begeben?